Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video befassen wir uns mit der Wiederaufbauhilfe NRW 2021 für Selbstständige und Unternehmen. Und dann schauen wir uns mal an, wer überhaupt antragsberechtigt ist, welche Leistungen in Anspruch genommen werden können, welche Unterlagen man dazu beibringen muss, wie das Verfahren organisiert ist und wie er an weitere Informationen kommt. Ja, wer kann denn überhaupt eine Wiederaufbauhilfe als Unternehmen, Selbstständiger und so weiter beantragen? Das können Gewerbeunternehmen, Selbstständige, Angehörige der freien Berufe, Infrastruktureigentümer und Betreiber, sogenannte trägerwirtschaftsnahe Infrastrukturen nach der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Entwicklung. Wenn ihr das seid, dann wisst ihr das schon. Aber für Gewerbebetriebe zu Wohnzwecken, Gewerbebetriebe der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und Aquakultur und im Bereich der Kulturschaffenden, da gibt es besondere Regelungen. Dafür haben wir eigene Videos eingestellt. Schaut da vielleicht auch mal rein. Welche Leistungen können denn in Anspruch genommen werden? Hier gilt, die Schäden müssen einen Betrag von 5.000 Euro übersteigen. Sonst habt ihr keinen Anspruch auf Förderung. Es werden berücksichtigt die Ausgaben zur Schadenbeseitigung und eure Einkommenseinbußen. Die Förderung ist dabei beschränkt auf 80% dieser Beträge, aber bei Vorliegen besonderer Härtefälle können sogar bis zu 100% gefördert werden. Bemessungsgrundlage bei den förderfähigen Kosten zur Schadenbeseitigung sind entweder die Reparaturkosten oder die Wertminderung. Die Bemessungsgrundlage für eure Einkommenseinbußen erfolgt nach der sogenannten 3-aus-5-Regel. Das heißt, als Vergleichswert für euren Normalverdienst würden herangezogen werden eure letzten 5 Geschäftsjahre, bereinigt um jeweils das beste und schlechteste Jahr, und aus den verbleibenden 3 wird der Durchschnitt gebildet. Welche Unterlagen müsst ihr eurem Antrag beifügen? Bei den Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und bei den Selbstständigen, da ist es so, dass alle Kosten durch Gutachten zu belegen sind. Es gibt davon keine Ausnahmeregelungen. Das heißt, ihr braucht eine Begutachtung, zum Beispiel durch Versicherungs- oder andere Sachverständige. Und für die Einkommenseinbußen, da wird das Gutachten erstellt, zum Beispiel von eurem Steuerberatungsbüro oder von einer Buch- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Bei Infrastrukturunternehmen, insbesondere aus dem Bereich Energiewirtschaft, da gelten besondere Regeln. Und da würde ich euch empfehlen, schaut mal in die Nummer 342 der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen und da in die Buchstaben C und D, ob euer Unternehmen davon vielleicht betroffen ist. Wie funktioniert das mit der Antragstellung und wie läuft das Verfahren ab? Anträge können gestellt werden bis zum 30.06.2023. Bewilligungsbehörde und auszahlende Stelle, das ist die NRW-Bank. Aber für Gewerbeunternehmen, Selbstständige und so weiter, da gibt es noch ein kleines vorgelagertes Verfahren, und zwar bei den berufsständischen Körperschaften. Bei euren Kammern zum Beispiel oder den Innungen, da stellen wir euch auch ein paar Links ein, wer da für euch in Frage kommen könnte. Die berufsständischen Körperschaften, wie das im Beamtendeutsch heißt, die haben nämlich eine formelle Vorprüfung und eine Erstberatung für euch durchzuführen. Das heißt, ihr wendet euch an euren Berufsstand und legt dort eure Anträge mit den begründenden Unterlagen vor. Und dann prüft eure berufsständische Vertretung, wie es denn aussieht, ob der Antrag vollständig ist, ob die notwendigen Unterlagen dabei sind und ob der Antrag plausibel erscheint. Die haben aber keine inhaltlichen Prüfungen durchzuführen. Das erfolgt dann bei der NRW-Bank. Wie bei allen öffentlichen Fördergeldern muss nachgewiesen werden, wie man die Mittel verwendet hat. Naja, und dazu gibt's im Beamtendeutsch den sogenannten Verwendungsnachweis.
Der besteht aus zwei Teilen. Das ist erstens ein sogenannter Sachbericht. Ein schriftlicher Bericht darüber, welche Schäden bei euch angefallen sind, welche Maßnahmen ihr ergriffen habt, in welcher Reihenfolge diese Schritte abgearbeitet worden sind und, naja, die Absicht eures Verfahrens, was ihr da durchgeführt habt zur Schadenbeseitigung, Schadenminderung, Wiederherstellung und wie erfolgreich das war. Ja, einen Text schreiben über all das, was im Rahmen des Wiederaufbaus gelaufen ist in eurem Betrieb. Und dann zum Zweiten, da muss eine abschließende Belegliste erstellt werden. Das heißt, über alle Beträge, die in eurem Unternehmen gefördert worden sind, erstellt ihr eine Liste mit fortlaufenden Nummern, Datum des Belegs und dem zugehörigen Betrag, damit das im Einzelnen der Maßnahme zugeordnet werden kann. Die Bewilligungsbehörde prüft diesen Verwendungsnachweis dann auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Leistung kann hier in Teilbeträgen von der NRW-Bank ausgezahlt werden. Das Verfahren läuft so, dass die Kosten zur Schadenbeseitigung ausgeglichen werden, wenn die erforderlichen Nachweise vorliegen. Ihr reicht also fortlaufend eure Belege ein, damit diese Beträge auch schnell euch wieder zur Verfügung gestellt werden können. Andere Kosten, wie zum Beispiel Schäden, die euch schon entstanden sind während des Einsatzgeschehens durch Einsatzkräfte oder Fahrzeuge oder private Helfer, diese und andere Maßnahmen, die ihr schon vor dem Schaden eingeleitet habt, also ihr habt zum Beispiel noch eine Pumpe gekauft oder Sandsäcke, um euch zu schützen, diese Kosten könnt ihr durch entsprechende Gutachten belegen und dann werden auch diese Beträge zur Auszahlung gebracht. Ja, wie sieht's mit Besonderheiten aus oder speziellen Fragen zu diesem Thema? Da fallen mir im Wesentlichen zwei Dinge ein. In der Einleitung habe ich schon mal gesagt, für bestimmte Unternehmen der privaten Wirtschaft gibt es noch speziellere Regelungen in der Förderrichtlinie, zum Beispiel für den ganzen Agrarsektor oder für den Bereich Kulturunternehmen, Bildungsunternehmen und dergleichen. Ja, schaut da auch mal in unsere anderen Videos rein, ob da für euch, für euer Unternehmen noch was Passendes dabei ist. Diese Förderungen können nämlich nebeneinander stattfinden. Dann müsst ihr natürlich auch mehrere Anträge stellen. Eine Frage, die häufig aufkommt, ist, ja, wie sieht denn das aus, wenn ich meinen Betrieb nach der Katastrophe verlegen muss? Es ist in dem gesamten Verfahren nicht Voraussetzung, dass ihr den Betrieb am alten Betriebssitz wieder aufnehmen müsst. Das Einzige, was an Förderung ausschließt bei der Betriebsverlegung, ist, wenn ihr den Betrieb nach außerhalb von Nordrhein-Westfalen verlegen wollt. Dann ist eine Förderung ausgeschlossen. Wir haben euch in der Videobeschreibung ein paar weitere Informationen verlinkt, zum Beispiel von der NRW-Bank, den Link zur Förderrichtlinie und ein paar ausgewählte Links zu berufsständischen Körperschaften. Wenn ihr noch coole Ideen habt oder ihr habt Fragen oder kennt zum Beispiel andere Leute, die Videos zu dem Thema gemacht haben, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns und hoffen, dass wir euch und vielen anderen behilflich sein können. Für alles, was jetzt vor euch liegt, toi toi toi, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.